Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und heute beginnen wir mit einer Mod für Total Warhammer 3, und zwar Time of Legends. Hier könnt ihr die beiden Multiplayer-Kampagnen jetzt auch im Singleplayer spielen. Na, es gibt da ja eine für Kislev und eine für Kartei, und diese funktionieren jetzt auch im Singleplayer. Die für Kislev, da könnt ihr wirklich weiterhin auch nur Kisleviten spielen. Und bei der für Kartei, da könnt ihr auch die Chaos spielen. Die sind hier unten auch nochmal extra aufgelistet. Und passend dazu gibt es eigene Siegbedingungen. Dann kommen wir zu Warhammer Underworlds Online. Und zwar gibt es hier einen Patch. Bei den Höhepunkten heißt es: Den Kämpferkarten wurde eine Schaltfläche zum Umdrehen der Karte hinzugefügt, um eine Vorschau der inspirierten und nicht inspirierten Kartenzustände anzuzeigen. Und dazu gibt es dann noch einige Fehlerbehebungen. Und dann kommen wir zu Warhammer Chaos and Conquest. Hier gibt es auch einen Patch. Hier habe ich jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar gibt es ein neues Ritual, und zwar Handelskapazität 2. Damit könnt ihr dann auch mehr handeln, auch mit euren Verbündeten. Und bei Strukturebenen hinzugefügt heißt es, das maximale Level von 3 Gebäuden wurde von 33 auf 35 erhöht. Das sind diese drei hier. Und dann habe ich hier noch markiert, in Regen Wars können Eindringlinge der Region andere Eindringlinge angreifen und Punkte in 3 Wege und 4 Wege Matchups sammeln. Ihr könnt euch die ganzen Patch-Notes hier natürlich auch nochmal anschauen. Alles findet ihr wie immer unten verlinkt. Und dann gab es noch einige Fehlerbehebungen und Hotfixes. Für Warhammer Age of Sigma Thrill Arena gibt es brandneue Bestenlisten. Und ihr könnt auch einen Spielverlauf jetzt anschauen. Und damit wären wir schon wieder am Ende von Gaming. Denn jetzt gibt es GW News. Und hier kommen wir dazu: Black Library, Buch des Jahres, die Gewinner. Und zwar wurden hier in der Community die besten Bücher 2022 gewählt. Und hier gibt es, ja, für Warhammer Age of Sigma ist nur eins dabei, und das ist nämlich Soul Slayer mit Gottrick. Und alles andere war Warhammer 40k, wie man hier sieht. Dann gab es eine Sonntagsvorschau. Da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass das neue Armeebuch für die Cavadon Overlords vorbestellbar ist. Genau, es gibt auch eine neue Box. Und dann gibt es auch extra spezielle Würfel dafür, für diese Armee. Und es gibt neue Regiments of Renown zum Bestellen. Das habe ich auch alles schon beim letzten Mal gezeigt. Oder war das sogar schon beim vorletzten Mal? Ich glaube, das war sogar schon beim vorletzten Mal. Und für Warhammer Underworlds Gnallwut gibt es eine neue Kriegerbande, und zwar diese Dunkelelfen, die angehaucht sind von Slaanesh. Die kommen dort hinzu. Außerdem gibt es auch ein neues Deck mit neuen Karten. Hierbei muss man sich nicht auf ein Deck einigen. Man kann diese beiden, man kann diese Decks und mit den anderen Decks auch zusammen mischen, um einfach ein neues Spielerlebnis zu bekommen. Dann haben wir hier noch ein neues Abenteuer von Dracky Flint. Und der Rest war jetzt 40k, so wie ich das gesehen habe. Ja, das war alles 40k. Auf Twitch wird hier nochmal die neue Armee gezeigt von Cavadon Overlords. Aber ansonsten war da jetzt nichts Großartiges weiter dabei. Dann gibt es aber einen neuen Helden für Khorne. Und zwar der Grimgore Ritualist. Und das ist dieser hier.
Also das ist ein neuer Heldentyp, jetzt kein neuer spezieller Held, sondern einfach ein neuer Heldentyp. Und was der kann, steht hier. Einmal pro Kampf kann der Realm-Gore-Ritualist lohnende Runen in das Gelände ritzen, wodurch kochend heißes Reisblut ausbricht, während sich das Land selbst vor Qualen verzieht. Dieser verfluchte Blutregen treibt Bloodbound-Einheiten innerhalb von 8 Zoll in glühende Raserei. Das wird ja auch nochmal extra darauf hingewiesen, dass das hier nichts mit Magie zu tun hat, was der Held kann, sondern das sind Segen und wie eben auch was im Text hier im Stand von Runen, ja, also von Segen und Runen ist hier die Rede, nicht von Magie, denn Magie findet hier, das steht hier auch nochmal extra, kein Funkzauberei wird es geben in Battletome Blades of Korn. Ah, Korn hat nichts mit Magie zu tun. Hätte mich auch gewundert, wenn sie da irgendwie was anderes gemacht hätten. Und außerdem gibt es noch einen neuen Heldentypen für Slaanesh, und zwar der Herr der Hybris. Und das ist dieser hier. Und das ist ein Heldentyp, das ein Meisterduelland ist. Und hier heißt es, The Lord of Hybris ist so überzeugt von seinen Fähigkeiten, dass er sogar seine Feinde den ersten Angriff ausführen lässt und einer feindlichen Einheit die Chance gibt, zuerst zuzuschlagen in dieser Kampfphase. Da ist es leider am Punkt, wahrscheinlich zu aktivieren. Ja, da hat die Übersetzung aufgehört. Infolgedessen konzentrieren sich Feinde ausschließlich auf diesen stolzierenden Draufgänger, dessen 4 plus Auge jeden ankommenden Angriff abwehren wird. Also der perfekte Duellant, um gegnerische Helden und Kommandanten auszuschalten. Und hier sehen wir jetzt auch das neue Cover für das nächste Armeebuch von den Hedonites of Slaanesh. Ja. Ob Vinch und Nurgle auch noch neue Heldentypen bekommen werden, weiß ich nicht. Könnte aber auch noch passieren. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, wenn ihr up to date bleiben wollt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.